Wir wollen über die grünen Ideen zur Gerechtigkeit und Teilhabe jetzt weiter debattieren anhand der grünen Steuerpolitik und Ausgabenprioritäten. Und ich schlage vor, dass wir das so machen. Wir haben gut 1,5 Stunden Zeit hier auf dem Panel insgesamt. Wir würden erstmal auf dem Podium diskutieren und würden Sie nach einer Weile mit hineinnehmen in die Diskussion. Also wenn es Fragen, Statements gibt, bitte notieren. Wir öffnen die Diskussion nach einer Weile. Ich möchte vorstellen, Dorothea Siems, Wirtschaftsredakteurin bei der Funke Mediengruppe. Nein, bei der Welt. Bei der Welt. Ja, gehört doch jetzt dazu. Naja, gut, also wir sagen zur Welt. Okay, also bei der Welt. Stefan Bach, Finanz- und Steuerexperte beim DIW. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, naja, ich werde in meiner Branche schon fast als Linker gesehen, weil ich einer der wenigen bin, die sich mit Verteilungsgerechtigkeit überhaupt beschäftigen bei Ihnen. Da reden wir gleich. Genau, ein linker Neoliberaler. Und Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher von Bündnis 90, die Grünen im Bundestag. Ich würde gerne anfangen damit, dass wir nochmal auf 2013 schauen, die in der grünen Erzählung 2013, das Jahr der Wahlniederlage. Die Grünen wurden wahrgenommen als Partei expansiver Steuererhöhungen. War das das richtige Bild damals in der Öffentlichkeit oder was ist da schiefgelaufen? Also da ist was schiefgelaufen. Ich glaube allerdings, dass die Rolle der Steuer- und Finanzpolitik dabei ziemlich überschätzt wird. Immer wenn ich dann die Frage stelle, stellt euch mal vor, wir würden irgendwie so ein paar Sachen wie Spitzensteuersatz, Ehegattensplitting und Vermögensabgabe rauslassen. Und wir stellen uns den Wahlkampf 2013 mal vor, wo trotzdem die Welt eine Kampagne fährt, die mit Journalismus nichts mehr zu tun hat, sondern jeden Tag ohne neue Fakten auf die Grünen in Sachen Pädophilie eindrescht. Natürlich ein schlimmes Thema, aber das war eine Medienkampagne, die hatte mit Steuern nichts zu tun. Und wo wir verkrustet und veraltet rüberkamen und deswegen bei Veggie Day sozusagen als Verbotspartei angreifbar waren, weil wir unseren ganzen dynamischen Drive in Richtung Zukunft irgendwie in sehr engen Strukturen und in dem Versuch, nur nichts falsch zu machen, verloren hatten. Und wo wir keine Machtperspektive hatten, aber so getan haben, als sei das Einzige, was wir wollten, an die Regierung zu kommen. Und deswegen in den letzten Tagen, als die Leute gemerkt haben, das wird wohl nichts, dann nochmal richtig runtergegangen sind. Also jetzt kann niemand sagen, ob wir dann irgendwie, viel wir dann gewesen wären. Aber die meisten Menschen, denen ich die Frage stelle, stellt euch das mal vor, sagen, viel besser wäre das Ergebnis auch nicht gewesen. Deswegen muss man einfach jetzt mal gucken, dass man nicht so das überhöht. Es war nur wegen den Steuern, dass wir schlecht abgeschnitten haben. Ich glaube, das hat ein Stück weit ein Bild verstärkt. Und wir haben ein paar konkrete Fehler gemacht. Und einer dieser konkreten Fehler war, dass wir fiskalisch, buchhalterisch an die Finanzpolitik herangegangen sind. Das heißt, wir haben versucht, von der Angst, wir könnten irgendwie unseriös rüberkommen, alles bis ins Detail gegenzufinanzieren, bis ins Detail zu erklären, sodass eigentlich dann am Wahlkampf du eher so Steuerberater wurdest, als eine gesellschaftliche Vision von mehr Gerechtigkeit und einer sauberen Staatsfinanzierung rüberzubringen, was eigentlich der Aufgabe in einem Wahlkampf wäre. Und ich glaube, dass ganz spezifisch in der Interaktion zwischen unseren Vorschlägen bei der Einkommensteuer und dem Ehegattensplitting es eine Gerechtigkeitsbotschaft gab. Wir wollen eigentlich nur an die wirklich reichen Leute sozusagen, die wollen wir zu einer stärkeren Finanzierung des Gemeinwesens heranziehen. Und dann aber, weil das Projekt bei Ehegattensplitting und Kindergrundsicherung nicht gut definiert war, die Leute gesagt haben, aber wenn ich das ausrechne, dann bin ich, der ich mich jetzt gar nicht als superreich fühle, doch irgendwie belastet. Und dann gab es da wirklich eine Schwierigkeit, was zu erklären. Aber andere Sachen waren hochpopulär. Wollen wir mal ganz konkret daran erinnern, es gab einen Spitzensteuersatz, der für ein Einkommen ab 60.000 Jahreseinkommen festgesetzt wurde, der Grünen. War das denn klug gewesen? Das ist ja ein Punkt, den ich gerade sage, dass es eine Interaktion gab. Allerdings ist jetzt schon wieder genau der Punkt, wo man dann in die Steuerberatung reinkommt. Die 60.000 ist die Zahl, die das zu versteuernde Einkommen betrifft. Das heißt, es betrifft eigentlich ein Bruttoeinkommen. Sie haben es gerade falsch formuliert, aber das ging uns im Wahlkampf ständig so. Und deswegen ist es auch ein Stück weit unser Fehler in der Kommunikation gewesen, dass eigentlich das viel höhere Einkommen betrifft.
und dann, je nachdem, wie die familiäre Konstellation ist, sozusagen nochmal anders. Aber genau da sind wir in die Defensive des Erklärens gekommen. Und ich glaube, die Schlussfolgerung muss sein, dass wir wirklich sehr klar machen, was ist eigentlich das gesellschaftliche Problem, was wir angehen wollen. Und das Problem liegt in dieser Gesellschaft nicht darin, dass manche Leute 30.000 und andere Leute 70.000 Euro verdienen. Das Problem liegt auch nicht darin, dass manche Leute 100.000 verdienen, sondern das Problem liegt darin, dass an vielen Stellen Leute, die deutlich über 100.000 Euro verdienen, noch nicht mal das zahlen, was im Einkommensteuertarif vorgesehen ist, sich aus der Finanzierung des Gemeinwesens zurückgezogen haben und mit Tricks sogar es geschafft haben, netto sich vom Finanzamt mehr erstatten zu lassen, als sie Steuern gezahlt haben. Das ist ja das Thema Cum-Ex, an wo ich da gerade dran bin. Und wir müssen eigentlich an die entscheidenden Probleme der Gerechtigkeit rangehen und müssen aufpassen, dass wir uns nicht in so einem obere Mittelschicht, untere Mittelschicht-Diskurs verheddern. Noch einmal, lassen Sie uns noch mal kurz bei dem Blick auf 2013 bleiben, Dorothea Siemsee, in dessen sagen wir mal, Themenfülle, die die Grünen damals reingebracht haben, Ehegattensplitting, Herr Schick hat es gerade gesagt, Steuerpolitik, Erbschaftssteuer, war das in der Massivität richtig oder falsch gesetzt aus Ihrer Sicht? Ja, also zunächst einmal würde ich Herrn Schick recht geben, dass es nicht nur das Steuerthema war. Das ist klar, aber das Steuerthema hatte auch die Facette drastischer Erhöhung der Erbschaftssteuer, Verdoppelung und eine Einführung einer Vermögensabgabe. Und da muss ich sagen, ich bin Wirtschaftsjournalistin, frage ich mich natürlich, was hier dann mit dem Mittelstand, der zum größten Teil als Familienunternehmen organisiert ist, passiert. Also eine reine Kampagne, so nach dem Motto, wir wollten die Grünen verhindern, so läuft es in den Medien sowieso nicht. Die Kritik kam ja auch beispielsweise damals von Herrn Kretschmann. Und gerade wegen dieser wirtschaftlichen Folgen auch, dass er sagte, wenn ich im Ländler erzähle hier, wir machen eine Vermögensabgabe, 10% des Vermögens innerhalb von 10 Jahren, dann machen wir hier lauter Unternehmen dicht mit all den Arbeitsplätzen. Das wirkte wirtschaftsfeindlich, ganz klar. Und die Sache mit der Steuererhöhung für die Mittelschicht, Spitzensteuersatz, da war man nicht so sehr erkennbar, der Unterschied zwischen Linken, die dann noch ein bisschen weitergehen wollten, und der SPD, die auch dieses Thema hatte, sodass man das Gefühl hatte, es gibt also einen Teil des Spektrums, die wollen bei der Steuer nichts machen, Union. Die FDP nahm man eigentlich schon damals nicht mehr wahr. Übrigens, bei uns war die auch nicht gut weggekommen mit ihrer beispielsweise Hoteliersteuer, auf der haben wir auch sehr rumgeprügelt. Also es ist nicht so, dass wir da auf die Partei Rücksicht genommen haben, sondern eben einfach, ob eine Politik eben stringent ist. Und hier war es so, dass es eben in der Tat wirkte in der Fülle, dass da ein bisschen zu viel gemacht wird. Und eben bei den Grünen noch dazu kam, auch bei den Sozialabgaben wollte man ja mächtig zulangen. Wenn man sagte, man schafft die Beitragsbemessungsgrenze ab, dann ist es eben nicht nur an der Spitze, sondern gerade oberhalb der Einkommen, die Sozialabgaben frei sind. Das sind Minijobs und Midijobs, also ab ein paar 800 Euro, glaube ich, liegt die Grenze ungefähr. Danach hätten die Leute das schon gespürt. Also es ist nicht so, dass das alles nur ein Missverständnis war. Es war auf eine starke Belastung, auf eine deutliche Mehreinnahme ausgerichtet. Ich fand schon damals, wir brauchten nicht unbedingt Mehreinnahmen, weil es wird schon enorm viel abgeschöpft. Und zwar nicht nur an der Spitze wird bei uns durchaus abgeschöpft, außer denen, die sich mit Tricks illegal und legal da rausziehen, ist es schon so, dass die Spitze enorm viel Steuern zahlt und die Mitte und die unteren Einkommen zahlen enorm viel Sozialabgaben. Auf dem Papier. Ich glaube, das ist. Auf dem Papier. Also die Sozialabgaben, die werden nicht auf dem Papier gezahlt, und wer lohnabhängig beschäftigt ist, das sind bei uns ja immerhin 90% der Erwerbstätigen, sind gar nicht so frei bei dem, was sie da gestalten können. Da wird das nämlich einfach erstmal abgezogen. Die oberen 10%,
zahlen 40% der Einkommenssteuer. Also die zahlen schon, es gibt da Tricks. Das brauchen wir uns ja überhaupt nicht hier zu streiten. Genau wie bei der Erbschaftssteuer. Das Problem ist, dass sich die sehr viel haben, zurzeit rausziehen können. Das muss ja gerade auch geändert werden, das wird ja auch geändert. Deswegen muss man aber nicht die gesamte Erbschaftssteuer verdoppeln. Ich glaube, die Erbschaftssteuer ist auch so ein Punkt gewesen, in der Bevölkerung gar nicht so sehr populär, da mächtig mehr zuzulangen, weil viele Leute das Gefühl haben, wenn ich das Haus meiner Eltern erbe, warum will man mir da was, ob das nun tatsächlich der Fall gewesen wäre mit dem grünen Programm. Ich glaube, sie überschätzen dann auch die Wähler. Die hören genauso mit dem Ehegattensplitting. Die rechnen doch nicht alle mit dem spitzen Bleistift, ob sie selber jetzt betroffen sind, sondern die sagen sich einfach, warum soll der Staat eigentlich die Ehe plötzlich danach beurteilen, wie Mann und Frau sich die Arbeit teilen. Warum sollen die anders besteuert werden, wenn der eine mehr arbeitet, plötzlich die Frauen nämlich, dann sollen sie besser gestellt werden. Das ist eine Einmischung in diese privaten Beziehungen. Auch das, glaube ich, kommt bei der Klientel selbst nicht so richtig gut an und passt auch nicht zu dem Bild des Freiheitlichen, was die Grünen eigentlich auch gerne vermitteln wollen. Entschuldigung, ich muss da noch mal kurz was sagen. Und ich erzähle Ihnen mal kurz, weil ich den Eindruck habe, dass einfach viele Leute, die schreiben über dieses Land nicht kennen. Ich erzähle Ihnen mal was aus dem Wahlkampf. Ich mache morgens einen Stand vor dem Second-Hand-Laden der Diakonie in der Mannheimer Neckarstadt. Das ist da, wo wenige hundert Meter hinter meiner Wohnung der Straßenstrich beginnt und junge Bulgarinnen für 15 Euro mit sich alles machen lassen müssen. Ja, das ist dieser Stadtteil. Da mache ich einen Wahlkampfstand und ich sehe die Leute, die da Lebensmittel kurz vor dem Verfallsdatum irgendwie noch kaufen können für günstig. Und dann gehe ich nachher an demselben Samstag an den Wahlkampfstand, ein bisschen in die besseren Viertel von Mannheim, die es auch gibt. Und dann erzählt mir eine Familie mit 120.000 Euro Jahreseinkommen, dass es für sie nicht machbar ist, im Monat 100 Euro mehr Abgaben zu zahlen, weil sie an der Kante sind. Und dann merke ich einfach, dass der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft ganz schwierig ist. Und ich glaube deswegen, dass ein Fehler war, dass wir uns nicht für diese Frage des, da driften schon die Erfahrungswelten auseinander, dass wir dafür nicht geschafft haben, ein Bild zu schaffen, sondern sehr technisch irgendwie gesagt haben, da sind die Statistiken und die sagen uns, so und so ist die Verteilung. Aber das eigentliche soziale Phänomen in unserer Gesellschaft, dass da gar nicht mehr wahrgenommen wird, was ist und dass da was auseinanderbricht. Und ich glaube, dass das jetzt noch deutlicher geworden ist nach diesem Wahlsonntag, dass das eigentlich die zentrale Botschaft sein muss. Und dafür muss man Lösungen bringen, kommunikativ wie inhaltlich. Diese Gesellschaft muss wieder zusammenfinden. Eine zunehmende soziale Spreizung in der Gesellschaft, da wollten die Grünen gegensteuern mit den richtigen Maßnahmen. Die bürgerliche Mittelschicht wurde sozusagen durch diese Steuerpolitik angegriffen. Kann die das tragen? Hätte die das tragen können oder hat man an der falschen Stelle angesetzt? Ja, also Steuern im Wahlkampf ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Wenn wir mal kurz zurückdenken, die große Steuerreformdiskussion war ja so Anfang bis Mitte der Nullerjahre ein Thema, ein eher bürgerliches Thema. Und auch der letzte sozusagen große strategische Fehler von Angela Merkel bis vor der Flüchtlingskrise, aber lassen wir das Thema mal weg, war ja die Ernennung von Paul Kirchhoff zu ihrem Schattenfinanzminister, was dann fast zu einem Wahldebakel geführt hat. Also da hat das schon nicht geklappt. Denken wir an die FDP, die mit ihren sehr weitgehenden Steuerreformthemen gescheitert ist und dann plötzlich vor dem Hintergrund einer zunehmenden, tatsächlich auch deutlich empirisch zu beobachtenden und in der Spitze vielleicht sogar noch unterschätzten Zunahme der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen in Deutschland, wie der Trend ja weltweit geht, wurden natürlich dann schon Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen, wie ich finde, auch zu Recht ein Thema. Und dass die Steuerpolitik aufgreift, ist sicherlich grundsätzlich richtig. Und die Grünen
wurden ja auch sogar dafür, ich will nicht sagen gelobt, aber es wurde hervorgehoben, dass sie wenigstens so ehrlich waren im Wahlkampf, genau bis in kleine Steuerberater-Details den Leuten vorher anzukündigen, was sie da vorhaben. Und das führte natürlich dann schon dazu, dass sich viele Leute, auch viele grünen Wähler, die grüne Anhängerschaft und die grüne Wählerschaft vermutlich ja auch, geht ja auch noch deutlich rein bis in die obersten Ränge der Einkommensverteilung. Also wir haben kurz vor der Bundestagswahl, Kollege Grabka, unser großer Verteilungsforscher, und ich haben da so einen halbpopulistischen Policy Paper mal geschrieben, so nach dem Motto: Wohlhabende wählen Union und FDP und auch Grüne. Ja, also bis in die obersten Deziele hat man da doch noch eine relativ, also die Grünen sind sozusagen eine sehr breit aufgestellte Partei, und da fühlten sich dann doch offenbar viele eben so ein bisschen verunsichert. Und jetzt zur Steuerlastverteilung. Man muss natürlich schon sehen, dass auch die kleinen Leute relativ viel Steuern zahlen. Wir schauen ja immer nur auf die direkten Steuern, auf die Sozialabgaben. Ne? Die Sozialabgaben beginnen schon eben, wenn man sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Die Einkommensteuer beginnt ja erst so praktisch ab dem 5., 6., 7. Dezil, also so bei 50-60% in der Einkommenshierarchie. Vorher zahlt ja kaum jemand Einkommensteuer. Aber die indirekten Steuern, die Mehrwertsteuer, die Energiesteuern, die EEG-Umlage, nicht wahr, Stichwort Energiearmut, bei uns ja mittlerweile auch ein Thema, das zahlen natürlich die kleinen Leute, sodass die Steuerbelastung im mittleren Bereich eigentlich gar nicht progressiv ist, sondern sogar regressiv. Die sinkt nämlich eher. Dann allerdings so in Richtung der Besserverdienenden, da hat man dann schon relativ hohe auch direkte Steuerbelastungen und Sozialabgabenbelastungen. Und ganz nach oben hin, da steigt die Steuerbelastung dann nicht mehr, weil die Superreichen, die ja auch schon gerade erwähnt wurden, die eben immer mehr sozusagen in den letzten Jahren an Ressourcen an sich so gezogen haben und auch natürlich von der Finanzkrise gebeutelt wurden, aber da in Deutschland wieder ganz gut herausgekommen sind, nicht wahr? Da sind die Steuerbelastungen irgendwann dann nicht mehr progressiv und gehen dann auch wieder zurück. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit man jetzt hier eben mit Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen, da ist die Einkommensteuer, wirkt da ja gar nicht mehr, weil die Leute zahlen das ja gar nicht mehr progressiv, das bleibt ja alles in den Unternehmen, oder Abgeltungssteuer nur noch 25%. Na, da kommt natürlich dann schon so die Idee mit so, dass man irgendwie Vermögen, Erbschaftssteuer, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, dass man da wieder versucht, moderat die Belastungen zu erhöhen. Problem natürlich, klar, man hat dann eben der Mittelstand, die Unternehmen, die ja auch wichtig für das Land sind, die auch in bestimmten Regionen eine ganz bedeutsame Rolle spielen, die hat man natürlich dann auch mit drin, und die großen weltweit wabernden hybriden Vermögen, da kommt man nicht so richtig ran. Das ist sozusagen das Dilemma, was wir jetzt auch bei der Erbschaftssteuer ganz klar sehen, wo wir ja eigentlich auch sagen, kann ja eigentlich nicht sein, dass da so Teilhaber, die sich gar nicht groß in den Familienunternehmen engagieren, die praktisch so eine Art Rente von ein paar hunderttausend jedes Jahr kriegen, ohne dass da was zu machen. Die werden jetzt steuerfrei gestellt, die können ihre Riesenshares da im Wert von 10, 20, 30 bis hunderte Millionen, können die jetzt steuerfrei auf die nächste, auf ihre Kinder, teilweise auf minderjährige Kinder übertragen. Na, aber gleichzeitig natürlich da jetzt mit 30% Erbschaftssteuer drauf zu hauen, das ist natürlich schon auch ein echtes Problem für die Unternehmen, keine Frage. Und dann ist klar, dass natürlich dann in den entsprechenden Regionen auch rot-grüne oder grün-rote Regierungen sich dann engagieren, da die Spitze mit rauszunehmen. Also das ist das Dilemma, in dem man sich da bewegt, aber trotzdem würde ich grundsätzlich empfehlen, Ungleichheit ist ein Megathema, was uns weiterhin bewegen wird und was auch die Gesellschaft tendenziell spaltet und auseinanderreißt, und da muss man auch steuerpolitisch dranbleiben. Noch eine letzte Frage in dem Rückblick. Ulrike Herrmann hat uns eben gesagt, ja, die grüne Klientel, das sind eben viele, die zu dieser bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Mittelschicht gehören, und die hat damals die Panik gepackt, weil sie ohnehin eben in so einer Art Sandwich-Position sind. Ist das eine subjektive Wahrnehmung oder ist es objektiv so, dass die Mittelschicht von Altersarmut, von Abstiegsängsten und abstiegsrealen Abstiegstendenzen bedroht ist? Ich glaube, momentan ist die Verunsicherung in der Mittelschicht nicht so groß, wie sie schon mal war.
Also es ist nach wie vor so, dass das Bildungssystem eine große Rolle spielt für die Mittelschicht. Also so diese, was Herr Schemer-Özdemir ja auch sagte, dass eben immer die Frage, schaffen es die Kinder wenigstens den Status zu halten? Natürlich ist deswegen Abitur und die ganze Schulzeit so eine Stresszeit. Aber die Jugend selber, die hat inzwischen schon ein ganz anderes Selbstverständnis. Die hat verstanden, dass die, wenn sie eine ordentliche Schulausbildung haben, heute unentbehrlich sind für den Arbeitsmarkt. Also das ist denen klar und die treten auch anders auf, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen mit ihren Ansprüchen, die sie haben, dass sie sagen, ich will nicht nur arbeiten, ich will auch gucken, ob das eben mit Vereinbarkeit funktioniert, ich will, dass ich was Sinnvolles mache. Also ich glaube, da ist die Mittelschicht heute eigentlich entspannter, aufgrund der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt so gut läuft. Ich glaube nicht, was Ulrike Herrmann gesagt hat, dass wir künftig vor allen Dingen das Problem der Altersarmut haben und bei den Jüngeren eigentlich ein Selbstläufer ist. Für die unteren Schichten, und da würde ich Herrn Schick nochmal widersprechen, ich sehe das durchaus, dass wir da nach wie vor ein großes Problem haben und das wird sich auch durch den Arbeitsmarkt und durch die Wirtschaft nicht von selbst lösen. Wir haben einen abgehängten Teil in der Bevölkerung. Ich finde aber weniger die Frage, haben die genug Geld, als die Frage, haben die genug Chancen, also auch wiederum für ihren Nachwuchs. Die sind oft die, die eben durch das Bildungssystem irgendwie geschleift werden, die auch mit Ganztagsschule, auch mit Kita-Ausbau nicht genug gefördert werden, sondern die werden, man tut immer so, naja, wenn die nur lange genug unter Kindern sind, dann klappt das alles. Wenn wir hier in Berlin sehen, in Brennpunktgebieten, da lernen die Kinder auch in der Krippe und dann in der Kita und dann in der Vorschule, die lernen kein Deutsch, egal ob sie jetzt aus einer biodeutschen Familie kommen oder aus einer Migrantenfamilie, wenn die das zu Hause nicht gelernt haben. Das heißt, die Kita ist einfach nicht gut genug. Und dann startet man in der Schule schon mit diesem Handicap und manche schaffen es, wie es natürlich Erfolgsbeispiele gibt, da rauszuwachsen, viele nicht. Es ist nach wie vor auch noch immer ein großes Integrationsproblem, deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, gerade jetzt mit Blick auf die Flüchtlingskrise, zu sagen, wenn wir auch über Ausgaben auch reden, dass man da ansetzt, weil dieses Vererben von Armut ist nicht nur, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer wegen unseres Wirtschaftssystems. So einfach ist es nicht, sondern eben wegen dieser mangelnden Chancen am unteren Ende. Eine Idee von Gerechtigkeit in Bezug auf Bildung und Integrationspolitik, hat Dorothea Siems recht oder welche Weichen müssen die Grünen da stellen, welche Ideen? Also ich will im Rückblick nur noch mal einen Punkt sagen, weil das häufig so schwingt mit unserer Wählerklientel und so. Ich habe mir alle Statistiken angeguckt. Es gibt keinen empirischen Beleg dafür, dass die Steuerpolitik, weil sie jemanden betroffen hätte, dazu geführt hat, dass reiche Leute weniger grün gewählt hätten. Wir haben quer über alle Regionen in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern wie am Starnberger See, gleich viel verloren. Es gibt keinen Zusammenhang statistisch zwischen der Einkommenshöhe in einem Wahlkreis und unseren Wahlergebnissen. Und deswegen ist die Story, wir haben unsere Wählerklientel zu viel zugemutet und deswegen hätten gerade die, die besser verdienen, sie ist empirisch nicht belegbar. Sie wird häufig geschrieben, aber ohne jeden empirischen Beleg. Wie ist die Story? Warum haben Sie verloren dann? Das, was wir empirisch sehen können, ist, dass wir massiv bei Jungwählern verloren haben. Das ist empirisch sehr eindeutig und wird über alle sozusagen Wählerwanderungs- und sowas Geschichten bestätigt, was die These unterfüttert, dass es ein spannendes Zukunftsprojekt gefehlt hat. Aber ich glaube, was natürlich schon wahr ist, und deswegen glaube ich, bleibt diese Herausforderung, wo wir im Rückblick sagen müssen, das haben wir 2013 nicht gut gemacht, auch aus einer innerparteilichen Diskussion heraus, die nicht gut gelaufen ist. Sie können nicht 30 Jahre falsche Wirtschaft und Finanzpolitik in einem Wahlprogramm überwinden wollen. Das geht nicht. Und die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer, der Gewerbekapitalsteuer, der Vermögensteuer in Deutschland, die Einführung das war unter Kohl,
Dann geht es weiter sozusagen mit der Absenkung des Rentenniveaus unter Schröder, der Absenkung der Unternehmenssteuer und der Spitzensteuersätze unter Schröder, Rot-Grün. Und dann geht es unter Angela Merkel und Steinbrück weiter mit einer Bankenrettung zulasten des Steuerzahlers, der Einführung der Abgeltungssteuer mit Privilegierung von Kapitalerträgen über normalen Einkommen. So, das können Sie nicht alles in einem Wahlprogramm lösen. Und da haben wir die strategische Herausforderung, dass wir für das nächste Wahlprogramm Prioritäten setzen müssen. Und wir müssen auch beantworten, dass viele Leute sich so ein bisschen veräppelt vorkommen, und zwar auch zu Recht, zum Beispiel bei der Riester-Rente, groß gefördert, du musst vorsorgen. Und jetzt stellen Sie fest, dass häufig bei diesen Produkten, die da gefördert worden sind, nicht viel übrig bleibt, weil das meiste irgendwie im Vertrieb hängen geblieben ist oder weil die Niedrigzinssituation diese Sachen auffrisst. So, da müssen wir auf ein paar Entwicklungen, glaube ich, schon reagieren für 2017. Frau Siemens will ganz dringend dazu was sagen. Ja, ich will ganz kurz nur mal den Hinweis geben. Ich glaube, die Grünen waren erfolgreicher, als sie andere Politik gemacht haben. Eben nicht so stark auf diese Umverteilung gesetzt haben. Also das war zu Zeiten der Agenda 2010. Da muss man ja mal überlegen, die Grünen waren da Treiber. Die waren ja, die mussten ja nicht zum Jagen getragen werden. Also die haben ja viele dieser Arbeitsmarktreformen, dass man sagte, wir wollen mehr Leute wieder zur Teilhabe befähigen, Eigenverantwortung stärken. Ja, auch die Riester-Rente, ich meine, eine Niedrigzinspolitik, das wir, hatten wir ja noch nie. Nullzinsen gab es halt noch nicht. Das ist natürlich schwer herzusehen. Auf der anderen Seite war, glaube ich, dieser Ansatz zu sagen, wir müssen bei den Renten umsteuern, sonst können wir es uns demografisch alles nicht mehr leisten. Völlig richtig. Ich würde auch mal sagen, es ist nicht zufällig, dass ein Ministerpräsident wie Winfried Kretschmann jetzt so populär ist. Offensichtlich gibt es, gerade bei den grünen Wählern, und ich kann das aus den Medien durchaus sagen, dass ich da etliche kenne, die genau so sich die Grünen eigentlich wünschen, auf einem Weg ökonomisch, pragmatisch und eben nicht auf dieser sehr von den Linken schon besetzten. SPD ist auf dem Feld unterwegs. Da ist für die Grünen, glaube ich, nichts zu holen. Und da ist, ich glaube, man den Wähler, der so simpel, dass der immer nur sagt, nutzt mir das jetzt am Ende wirklich mit einem Euro mehr oder nicht. So simpel fallen die Entscheidungen nicht, sondern hat man das Gefühl, das bringt das Land nach vorne? Oder hat man eher das Gefühl, oh, das ist bringt uns hier vielleicht in Debatten, die wir eigentlich ja, glaubten, mal überwunden zu haben? Ich möchte die Frage gerne weitergeben an Herrn Bach. Haben sich die Grünen damit an eine Position gesetzt, wo der Platz eigentlich schon besetzt ist, wo die Linkspartei ist und die linke SPD ist oder Teile der SPD sind? Oder war das der richtige Impuls zu sagen, wir brauchen eine soziale, ökologische Transformation? Ja, letzteres erscheint mir schon auch für die Grünen nach wie vor ein wichtiges Thema zu sein. Und klar, damals diese Umverteilungsproblematik, die haben auch die verschiedenen Parteien adressiert. Das war jetzt kein besonderes grünes Alleinstellungsmerkmal. Und vielleicht kam auch noch, also ich sehe auch den Punkt, dass es wahrscheinlich für die Wahlentscheidung, für die Anhängerschaft jetzt kein großes Problem war, denn die Daten zeigen zwar, dass eben in den obersten Schichten eben auch noch sehr viel Grün gewählt wird, aber gleichzeitig zeigen die Daten natürlich auch, dass die Leute dort, wenn man sie zu so bestimmten Positionen zum Staat und so weiter, zur Wirtschaft, zur Gesellschaft befragt, dann sind natürlich schon die grünen Wähler in diesem Bereich eher altruistisch und auch häufig staatsnäher, die arbeiten ja auch häufig als Beamte, Freiberufler und so weiter, hängen also auch vom Staat ab, nicht wahr? Deswegen ist das insofern sicherlich kein Problem. Was vielleicht auch noch ein Punkt war, ich glaube, Frau Siemens hatte schon angedeutet, was die Leute natürlich nicht so gekauft haben, war, die öffentlichen Haushalte standen damals ja schon sehr gut, war heute haben wir eher noch diese Herausforderung der Flüchtlingskrise, die dann auch der Flüchtlingsintegration, wenn es gut läuft, da müssen wir jetzt ja dringend investieren. Wir brauchen eigentlich ja Geld und schwarze Null oder Steuererhöhungen, nicht wahr? Aber damals war es eben so, dass die Leute gesagt haben, naja, aber der öffentliche Haushalt ist eben ausgeglichen. Wir auch als Mittelschichten, als gehobene Mittelschichten werden schon relativ stark belastet und fühlen uns da auch noch latent bedroht.
bedroht, zumindest von einzelnen Elementen dieses Programmes, also Ehegattensplitting oder Gesundheitsversicherung. Auch da wären ja durchaus auch dann die etwas von ihren Einkommen etwas niedriger angesiedelten Mittelschichten latent betroffen gewesen. Also da müsste man vielleicht dran arbeiten und sagen, eher dann so die Story machen, ja, Umverteilung, reichen Steuern, ja, aber vielleicht weniger, um jetzt alles Mögliche zu finanzieren. Und ehrlich gesagt, muss man ja auch realistisch sehen. Also ich sage immer, man kann vielleicht so mit moderaten Erhöhungen von Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen, kann man sicherlich 10, 15 bis 20 Milliarden Euro könnte man Mehreinnahmen erzielen. Aber das ist gemessen an dem großen Steueraufkommen, was wir ja auch irgendwo brauchen, und die Herausforderungen nehmen ja nicht ab, ist das dann doch relativ wenig. Ne, dass man das vielleicht symbolisch stärker dazu verwendet, um die Steuerbelastungen der Mittelschichten oder auch der Unterschichten etwas zu reduzieren. Stichwort eben Verbrauchsteuerbelastungen, Stichwort kalte Progression, die ja eher so im mittleren Bereich, wenn die Leute dann mal in der Einkommenshierarchie so ein bisschen aufsteigen, sehr stark zuschlagen. Und eben, und das sind aber dann schon Themen, wie gesagt, die ganz kurz, die Herausforderungen für den Staat, die nehmen ja nicht ab, die nehmen ja eher noch zu. Und ich war also Stichwort Flüchtlinge, Stichwort Energiewende, Stichwort demografischer Wandel wirft auch schon so langsam seine Schatten voraus, Alterung, regionaler Wandel, Industrie 4.0 und so weiter, alles Dinge, die durch staatliche Aktivitäten irgendwie unterstützt werden müssen. Und da brauchen wir eben einen starken und leistungsfähigen Staat, der dann aber auch bereit sein muss, auch vielleicht mal den ein oder anderen alten Zopf abzuschneiden und auch eben für mehr Effizienz in seiner Verwaltung und in seinen Programmen sorgt. Da sind wir in Deutschland eigentlich eher schlecht aufgestellt. Also es wird bei uns viel Geld verschwendet. Es wird, der Föderalismus ist dringend reformbedürftig. Die Steuerverwaltung, auch das ist, glaube ich, ein Teil der Story, dass die reichen Leute bei uns keine effektiven Steuerbelastungen mehr haben, weil die Finanzverwaltung eben einfach nicht in der Lage ist oder nicht willens ist oder politisch ausgebremst wird, tatsächlich auch die Steuern, gerade die komplexeren direkten Steuern, richtig einzuheben. Also das wären sicherlich auch Anknüpfungspunkte für eine grüne Finanz- und Steuerpolitik. Jede Menge verschiedene Punkte des Inputs von Ihnen. Ich möchte einen aufgreifen. Müsste die grüne Erzählung, die Story, denn nicht sich mehr den Fokus auf die notwendigen Ausgaben richten? Sie haben eben selber gesprochen von der zunehmenden sozialen Spreizung. Wir haben das Stichwort Bildung gehabt, wir haben das Stichwort Altersarmut gehabt. Müssen die Grünen jetzt nicht stärker sagen, was müssen wir ausgeben? Wo müssen wir investieren, damit diese Gesellschaft zusammenhält, auch in Zukunft zusammenhalten kann? Ja, und mir ist da wichtig, wenn wir den Fragen nach dem Gerechtigkeitsanspruch bei Grüns, wir haben uns häufig an diesem Gerechtigkeitsdiskurs von Rawls orientiert. Peter Siller hat da viel dazu geschrieben und da ist ja die Grundidee, Ungleichheit in der Gesellschaft ist schon okay, solange sie auch für diejenigen, die an dem unteren Ende sind, insgesamt zu einer Verbesserung der Lage führt, weil es insgesamt eine dynamischere Wirtschaft ist, die die Reichtum für alle, Wohlstand für alle produziert. So, und inzwischen haben wir aber nicht mehr die Situation, dass die Ungleichheit so ist, dass die unteren Schichten davon profitieren, sondern die Ungleichheit ist inzwischen so groß, dass selbst die Reichsten darunter leiden. Weil die Gesamtwirtschaftsentwicklung, das ist ja das Argument von Marcel Fratscher, die Ungleichheit schwächt unsere wirtschaftliche Performance und sie destabilisiert die Finanzmärkte und wird dazu führen, dass wir das nächste Beben an den Finanzmärkten bald wieder erleben werden. Alle Risikoindikatoren sprechen dafür. Der Zusammenhang zwischen starker Vermögenskonzentration und Finanzkrisen ist ein sehr enger. Ist auch logisch so, das muss so sein, weil es geht ja um Vermögenswerte an Finanzmärkten. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig zu sagen, wie kriegen wir da eine Korrektur hin, die zu einer insgesamt stabileren Wirtschaft führt, die nicht so krisenanfällig ist und die dazu führt, dass wieder die wirtschaftliche Dynamik da ist. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, zum einen über die Ausgabenseite zu sprechen, also Institutionen, wie sorgen wir für Zusammenhalt, zum anderen aber auch die Ursachen dieser Vermögenskonzentration anzugehen. Ich rate meiner Partei, nicht nur sich auf die Steuerpolitik und die Umverteilung zu konzentrieren. Ich glaube, da gehen wir völlig falsch.
sondern an die Oligopolrenditen in vermachteten Märkten, die eben dazu führen, also ich mache mal mein Beispiel, was mir persönlich am nächsten ist, weil ich gerne süße Sachen esse. Jeden Tag stirbt in Deutschland eine Bäckerei. Und an die Stelle treten Filialisten, wenige Großunternehmen, wo dann ganz wenige Leute, die Vermögen haben, die Erträge haben und ganz viel selbstständige Leute, die in ihrem Ort verankert sind, die häufig auch mitwirken vor Ort und die Teil der Mittelschicht waren, haben kein Auskommen mehr. Das hat eine Wirkung auf die Vermögensverteilung und deswegen müssen wir an die Machtkonzentration in einzelnen Märkten ran, also an die Ursachen und nicht nur nachher meinen, mit mehr Einkommensteuer Spitzensteuer irgendwie umzuverteilen. Und genauso gehört das Thema Bildung und Institutionen dazu, dafür sorgen, dass die Chancen für alle wirklich da sind und da müssen entsprechende Ausgaben hin. Und der Kerngedanke ist für mich der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und deswegen werden wir bei dem Thema Bürgerversicherung, also eine Gesundheitsvorsorgeeinrichtung für alle, bei der Rentenversicherung ein Rentensystem für alle, dass niemand oben und niemand unten rausfällt. An diesen Fragen müssen wir arbeiten, weil ich glaube, die auch eine ganz große symbolische Bedeutung haben, unsere Gesellschaft zusammenhalten. Niemand wird im Alter unter die Räder kommen. Ich glaube, dafür müssen wir wieder Sicherheit schaffen, Vertrauen, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Frau Siemens, stimmen Sie zu? Sind es die richtigen Antworten, um diese soziale Spreizung, die Herr Schick eben beschrieben hat, dagegen zu steuern? Also da möchte ich nochmal auf Cem Özdemir verweisen, der ja vorhin zu Recht gesagt hat, bei dieser ganzen Debatte um eine zunehmende Spreizung, wir sollten nicht vergessen, dass die Bruttolöhne in Deutschland zwar im Zuge der Globalisierung auseinandergegangen sind. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Die oberen Einkommen haben Dinge zu bieten, die eben weltweit attraktiv sind, profitieren davon, während eben standardisierte Arbeit, wenn überhaupt noch, wenn sie in Deutschland stattfindet, nicht mehr so hoch bezahlt wird. Das geht auch nicht anders, weil wir eine offene Volkswirtschaft sind. Diese vielfach sind ja ganze Industrien deshalb verschwunden hier. Und was aber in Deutschland sehr effizient passiert, ist die Umverteilung. Nach Steuern und Abgaben gehören wir immer noch zu einem der gleichverteiltsten Länder der Welt. Und wir sollten nicht immer dieses Angstgerede von der zunehmenden Spaltung. Seit 2005 geht die Schere nicht mehr auseinander. Nach der Wiedervereinigung ist sie auseinandergegangen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir eine Transformation hatten, beispiellos die Wiedervereinigung. Die DDR-Einkommen waren natürlich nicht so stark gespreizt. Dann verloren aber ganz viele die Jobs, die größte Arbeitslosigkeit, die wir seit dem Krieg hatten. Und seit es sich am Arbeitsmarkt bessert, geht die Schere nicht mehr auseinander. Warum geht sie ist ein bisschen wieder zusammengegangen, warum hilft der Jobboom nicht mehr? Da kann man natürlich sagen, wenn vorher Leute lange arbeitslos werden und kriegen einen Job, dann steigen die nicht am oberen Ende ein, dann steigen die mehr unten ein. Das ist das eine. Dann haben wir gesellschaftliche Trends, die eher armutsverstärkend sind, wie beispielsweise immer mehr Alleinerziehende. Die Alleinerziehenden sind hier schon genannt worden, eine ganz kritische Gruppe, die eben in der Tat sehr häufig von Armut betroffen ist. Da finde ich, sollten wir genau, das ist ein Punkt, wie man eben einen Sozialstaat eigentlich machen sollte, wenn er damit er funktioniert. Auch das finde ich, würde ich von einem grünen, eher aktivierenden Sozialprogramm erwarten, dass man mal sich überlegt, wie fast jede zweite Alleinerziehende lebt von Hartz IV. Das ist aber kein Naturgesetz und das ist auch nicht der Grund nur, dass die Kita-Plätze fehlen, weil in Berlin gibt es am allermeisten Alleinerziehende, sondern das hängt auch mit unserem Sozialsystem, mit dem Transfer zusammen, dass es in Deutschland sich oft nicht lohnt, dann von dem zu arbeiten und mehr als einen kleinen Job anzunehmen, weil alles dann verrechnet wird. Das heißt, wir haben eine Hürde aufgebaut am Arbeitsmarkt. Entweder kriegt man Hartz IV für sich, die Kinder, und macht noch einen kleinen Job dazu, den kann man dann behalten. Aber sobald man sagt, ich arbeite vielleicht halbtags oder ich arbeite drei Viertel,
dann verrechnet wird Hartz IV sofort, geht sofort verloren. Wenn man 2 Kinder hat, kann man sich vorstellen, wie viel dann gleich angerechnet wird. Das heißt, man steht nicht besser. Wir haben sehr viele da bei den Hartz IV Alleinerziehenden, die aufstocken, genau aus diesem Grund. Die verdienen sich ein Taschengeld dazu. Das ist, finde ich, auch nicht ehrenrührig. Nur es gibt bessere Konzepte. Irland beispielsweise macht es genau umgekehrt. Alleinerziehende werden umso stärker gefördert, je mehr sie arbeiten. Dann hat man einen ganz anderen Anreiz. Es kommt den Leuten auch zu Pass. Es ist weniger Sozialstaat nötig, aber man hat aktiviert, weil es ist natürlich, sich mit einem Minijob ein bisschen was dazu verdienen. Nach ein paar Jahren ist man am Arbeitsplatz, hat man seine Kompetenz entwertet. Also das ist ein Irrweg, auf dem man geleitet wird. Fehlleitung. Ich finde solche Dinge, und das ist eine große Gruppe, die inzwischen da, darüber mal nachzudenken, das waren die Agenda 2010 Reformen. Da ging es ja viel darum, wie können wir die Leute wieder in Gang setzen? Die wollen ja, die wollen mitmachen. Und das ist ein absolutes Sozialprojekt, was ansteht. Also gerade auch mit dem Blick auf zunehmende Migrantenbevölkerung, die wir haben jetzt im Zuge auch von Flüchtlingen. Dass sie mitmachen können, dass man sie bestärkt darin und dass es aber trotzdem im Endeffekt unter Umständen sogar kostengünstiger sein kann. Also die Hürden zum Arbeitsmarkt hin abzubauen, das zu erleichtern, den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, da haben Sie eben schon heftig genickt. Stimmen Sie zu, was das angeht? Und wo sind die Möglichkeiten auf der anderen Seite, die Gerhard Schick eben nannte, zu sagen, wir müssen daran, wo die Vermögenskonzentration ist, wo eben die andere Seite der sozialen Spreizung sich auftut, da müssen wir ran, auch mit einer guten Steuerpolitik. Ja, Ehegattensplitting war ja auch so ein Thema, was die Grünen immer vorgetragen haben, was offenbar jetzt auch irgendwo fast schon traumatischen Charakter hat, weil man sich nicht mehr so richtig da rantraut. Aber das ist natürlich auch ein Teil der Story, dass wir zwar mittlerweile eine sehr hohe Frauenpartizipation am Arbeitsmarkt haben, aber eben diesen gleichzeitig auch sehr hohen Teilzeiteffekt haben, der eben durch so Regelungen wie dieses Ehegattensplitting oder auch die Minijob Möglichkeit sehr stark, da werden doch auch messbare Anreize gesetzt, dass man eben, da wird eben dieses Zweitverdienermodell sehr stark gefördert und das ist natürlich auch ein Problem, was man sich auf Dauer nicht mehr leisten kann. Also da müssten eben auch vorsichtige Reformen, man muss das vorsichtig angehen, man soll das auch nicht in den Vordergrund stellen, aber dass zumindest schrittweise die Minijobs eingeschränkt werden und auch das Ehegattensplitting abgeschmolzen wird, ist sicherlich eine richtige Perspektive. Was jetzt so diese, gerade von Frau Siems wurden genannt, diese Maßnahmen, die wir in angelsächsischen Ländern typischerweise haben, also diese In-Work-Credits, Earned Income Tax Credit, was eben bedeutet, dass dann die Erwerbsfähigen eben über die Einkommensteuerveranlagung eben dann auch noch sozusagen Transfers praktisch draufgepackt, also wirklich Negativsteuer ist das ja, die kriegen dann über die Einkommensteuer einen Transfer draufgepackt. Gut, das ist ein bisschen kritisch, das ist ja auch in diesen Ländern nicht unumstritten, weil damit natürlich auch erhebliche Kosten verbunden sind, beziehungsweise auch Mitnahmeeffekte bei den Arbeitgebern. Das ist klar, das verfestigt natürlich dann teilweise auch den Verfall der Lohnstrukturen nach unten. Deswegen ist das immer so ein bisschen, das muss man da auch vorsichtig sein, auch wenn man sicherlich immer wieder die Arbeitsmarktreformen der Vergangenheit evaluieren sollte. Und letzter Punkt, ja, was soll man jetzt konkret machen im Bereich der Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen? Also da würde ich empfehlen, man muss, wie gesagt, vorsichtig sein mit Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgabe. Aber auch da muss man eben einfach sehen, das sind schon Instrumente, wenn man die, das ist kompliziert, aber wenn man die vorsichtig designt, dass man zumindest die Möglichkeit dort hat, die Reichen und Superreichen, die man eben bei den bisherigen
bestehenden Steuersystemen gar nicht mehr so richtig fasst, dass man da wieder versucht, eben auch, und sei es auch nur aus symbolischen Gründen oder auch nur, weil man überhaupt mal, da sind wir jetzt als Forscher natürlich brennend dran interessiert, wir wissen ja gar nichts über die Vermögensverteilung in diesen Superreichen, da muss man dann so reichen Listen von Forbes und Manager Magazin und sowas verwenden wir da alles, um überhaupt ein bisschen in diesen Bereich vorzustoßen, also es wäre schon hilfreich, wenn wir nur für die wirklich Reichen da mal so eine Vermögensteuer hätten, damit man überhaupt wieder mehr Informationen über diesen Bereich hat. Ne? Und wenn man da so eine vorsichtige Besteuerung, die natürlich auch Rücksicht nehmen muss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und man kann dann über Bewertung und so weiter reden, das machen wir jetzt ja auch bei der Erbschaftssteuer, keine Frage. Also idealerweise eben dann den weniger produktiven, also sozusagen die, wenn man so will, das wabernde Finanzkapital, was ja auch genau diese Probleme bedeutet, die gerade genannt wurden und die unser Präsident Marcel Fratscher gerade thematisiert, dass man da eher, das müsste man idealerweise natürlich international koordinieren, siehe Piketty, der sowas ja auch vorschlägt, ist natürlich unendlich schwierig, aber nicht ausgeschlossen, denn wir machen ja Fortschritte bei der internationalen Steuerkooperation. Da wäre man dann natürlich die Rechtschaffenden, unsere Mittelständler, die eben wirklich auch noch da bei euch in Baden-Württemberg auf der Hohen Lohe da irgendwie Hidden Champions betreiben und die ihrer Region treu sind, ne, die will man natürlich mit solchen, die darf man natürlich mit solchen Instrumenten auch nicht vergrätzen, denn die leisten eben was und die behandeln ihre Leute auch ordentlich und sind ihrer Region treu verbunden. Also da muss man natürlich auch ganz klar Rücksicht nehmen. Deswegen, da können sich auch dann die Grünen von etwa der Linkspartei oder auch teilweise von der SPD so ein bisschen absetzen, die dann da eher draufhauen. Wir haben eben die Schwierigkeit beschrieben, die wirklich hohen Vermögenskonzentrationen zu besteuern oder die Unternehmen eben im Zuge der Globalisierung wirklich zur Verantwortung zu ziehen und die Gefahr, dass dann doch immer der Mittelstand oder eben die Mittelschicht eigentlich die sind, die man erwischt. Gibt es diese Instrumentarien? Haben die Grünen Ideen für eine Besteuerung der Vermögen der Unternehmen im internationalen Kontext? Na, dann wird es ein bisschen technisch. Aber den Schwerpunkt, den wir zum Beispiel gerade in diesem Bereich der Cum-Ex-Geschäfte mit dem Untersuchungsausschuss setzen, ist natürlich mal zu gucken, wie kann es eigentlich sein, dass gerade diejenigen, von denen wir meinen, die müssten eigentlich mehr beitragen, sich eine Auszahlung aus dem Finanzamt organisiert haben. Und 10 Jahre lang dieses Betrugsmodell, muss man sagen, gelaufen ist, weil offensichtlich bei uns was strukturell nicht stimmt. Das ist ein Schwerpunkt, da sind wir uns auch alle sehr einig. So, und da geht es um die Frage, wie ist eigentlich die Steuerverwaltung aufgestellt? Haben wir da genug kompetente Leute? Wir wissen, dass eben schwarz-gelbe Landesregierungen, das kann man auch so zuordnen, deswegen sage ich es auch mal parteipolitisch, zum Beispiel in Baden-Württemberg 2000 Stellen abgebaut haben und auch die Ausbildung runtergefahren haben, sodass wir heute gar nicht die kompetenten Leute finden. Und wir müssen Leute, die am Finanzmarkt mit hochkomplexen Sachverhalten zu tun haben, in der Steuerverwaltung auch so bezahlen, dass sie nicht beim ersten Lockruf sofort auf der anderen Seite sind. Wir brauchen die Kompetenz im Finanzministerium, in der Finanzaufsicht. Ich glaube, da haben wir strukturelle Schwächen, um überhaupt das Steuerrecht, was heute ist, durchzusetzen und zu verhindern, dass man mit cleveren Betrügereien uns auch noch in die Tasche greifen kann. Denn das ist ja nicht Steuerhinterziehung, um was es da geht, sondern um wirklicher Betrug. Es wurde uns in die Tasche gegriffen. Und was Ähnliches jetzt in dem Thema Investmentsteuergesetz. Da redet normalerweise niemand drüber. Aber die großen Vermögen werden ja nicht normal irgendwie auf einem Festgeld angelegt und dann zahlen die irgendwie ihre 25%, sondern die sind in Investmentfonds, häufig in Luxemburg oder auch teilweise in Deutschland. Und da greift ein ganz anderes Steuerrecht, wo wir erst jetzt mal mit einer Reform, die seit Jahren überfällig ist, weil es unwahrscheinlich betrugs- und gestaltungsanfällig ist, sicherstellen müssen, dass es uns wieder gelingt, diese Investmentfonds adäquat zu besteuern. So, das ist ganz viel Technik, das eignet sich nicht für die Talkshow, aber ich glaube, dass Grüne... Da sind wir hier ja auch nicht. Ja, genau. Ich sage aber nur, ich glaube, dass es wichtig ist, da auch an die entscheidenden Probleme ranzugehen und nicht nur an die Symbolik eines Einkommensteuerspitzensatzes, den jeder versteht, sondern mir geht es wirklich darum, für Fairness in dieser Gesellschaft zu sorgen und dann an die Schwachpunkte zu gehen. Und das hat teilweise eben auch administrative Grundlagen, dass es einfach nicht gelingt.
Und die müssen wir korrigieren. Und ja, dann haben wir mit dem Rückenwind der Offshore-Leaks, also der Veröffentlichungen durch einen Whistleblower, erfahren, wie die Modelle in Luxemburg und so weiter funktionieren. Und seither kriegen wir ein bisschen besser was in der Europäischen Union hin. Da können wir besser werden. Und dann geht es, glaube ich, auch, aber nicht nur, da betone ich nochmal, nicht nur in der Steuerpolitik. Und da will ich eine Antwort geben auf das, was Frau Siemens gesagt hat, der ich übrigens, ich stimme Ihnen ausdrücklich in dem aktivierenden Teil der Agenda 2010 zu, auch für die Zukunft. Ausdrücklich, habe ich immer unterstützt. Das Problem ist, dass wir Niedriglohnsektor geschaffen haben und da nicht rechtzeitig mit dem Mindestlohn reingegangen sind. Aber die aktivierende Seite ist gut. Aber jetzt mache ich ein Beispiel aus Mannheim. XXXL, ein Möbelgroßunternehmen, hat viele hunderte Beschäftigte. Aber viele von denen sind in einzelnen Servicegesellschaften GmbH organisiert, jeweils so 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das können sie problemlos abwickeln. Die Leute haben eine Beschäftigungssicherheit in einem Land, was einen Kündigungsschutz hat, in einem Land, was eine gute Sozialplanregelung und so weiter vorsieht, von quasi null. Weil die Gesellschaft wird dann einfach mal abgewickelt und die Leute haben eine kontinuierliche Unsicherheit und sind jetzt mal schnell abgewickelt worden und gehen auf die Straße. So, da ist eine Zweiteilung unseres Arbeitsmarktes und die Leute haben vielleicht in den letzten Jahren noch gut verdient. Und in der Einkommensteuerstatistik, die aus dem letzten Jahr ist, stehen die alle noch als safe drin. Aber die haben Angst, weil die nicht abgesichert sind, weil unser Arbeitsmarkt nicht mehr zusammen funktioniert. Und ich finde, wir müssen wieder hinkriegen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir müssen diese Zweiteilung ein Stück weit korrigieren. Und an der Stelle die Ursachen von Ungleichheit und vor allem auch von Angst, die noch nichts mal zunächst mit der Ungleichheit zu tun haben, denn die sind zunächst mal noch ein bisschen abgesichert aus der Vergangenheit, aber die haben natürlich Angst, weil sie nicht so abgesichert sind wie Sie und ich oder die meisten hier im Raum. Ja, ich habe auch einen befristeten Arbeitsvertrag bis 2017. Aber trotzdem geht es uns anders als eine Arbeitnehmerin im Servicebereich, die einpackt bei einem Möbelunternehmen. Die haben nämlich nicht so viel Rücklagen. Und das ist mein Punkt. Wir müssen auch an die Ursachen dieser Unsicherheit und dieses Gefühls, Mensch, alle tun so, als sei alles sicher und gut organisiert in Deutschland. Aber bei mir stimmt das gar nicht. Und diese Erfahrung machen viele Menschen in Deutschland. Und denen müssen wir entgegenstellen, ein Bild in der Gesellschaft, wo es solche Lücken und Tricks und Situationen, wo man sich einfach entrechtet fühlt, da müssen wir rangehen. Herr Bach, Sie noch mal dazu. Ich wollte eigentlich nur einen Schick fragen, was aus der Vermögensteuer oder Vermögensabgabe wird. Also, ich glaube, das wird jetzt eine heiße Debatte dieses Jahr. Und ist auch gut so. Ich bin überzeugt, wir brauchen ein Instrument, nicht drei Instrumente. Wir müssen wahrscheinlich verschiedene Sachen vorbereiten, weil man in unklaren Koalitionsoptionen auch nicht weiß, was man durchsetzen kann. Deswegen sollte man nicht immer nur das eine, was einem das Beste erscheint, in der Schublade haben, sondern vielleicht auch ein paar mehr Gedanken. Aber wir müssen vorbereiten, dass wir, falls wir die Gelegenheit dazu bekommen, in irgendeiner möglichen Regierungskonstellation Politik mitzugestalten, tatsächlich im Bereich Vermögenskonzentration etwas relevant bewirken können. Mein Instrument der Wahl wäre die Vermögensteuer. Ich glaube, in der Erbschaftssteuer, da reden wir über ganz andere Volumina. Sie ist weniger populär. Sie ist für die Unternehmen schwerer zu handeln, weil das plötzlich vielleicht beim Tode des Unternehmers erfolgt. Das kannst du nicht so gut planen. Ich glaube, dass eine laufende Vermögensbesteuerung besser ist. Aber beides hat Vor- und Nachteile. Da bin ich auch ein Stück weit diskussionsoffen. Aber was für mich entscheidend ist, wir müssen ein Instrument haben, was auf dieses gesellschaftliche Problem der hohen Vermögenskonzentration eine Antwort gibt. Und das werden wir ausformulieren, wie das geht. Da wird man natürlich ein bisschen gucken, wie das im betrieblichen Bereich ist und so. Aber und natürlich mit einem hohen Freibetrag. Wie gesagt, es ist nicht das Problem, dass es Leute gibt, die ein Häuschen in ihrer Familie haben, in dem sie wohnen. Eindeutiges Votum. Cemal Özdemir hatte ja vorhin auch schon gesagt, Sie haben da eine spannende Debatte in diesem Jahr in der Partei. Ich würde noch mal an einer anderen Stelle nachfragen wollen. Besteuerung von Einkommen ab 60.000 mit einem Spitzensteuersatz. Ist das noch im Bereich dessen, über das Sie nachdenken oder haben Sie sich davon verabschiedet?
Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe noch nie das zentrale Problem in unserer Gesellschaft darin gesehen, dass manche Leute 60 und manche 30.000 verdienen oder realistischer jetzt 90.000 in dem Fall oder 80.000 und andere 40.000. Es war übrigens auch schon meine Vorstellung in der letzten Legislaturperiode, dass der Schwerpunkt der grünen Steuerpolitik bei der ökologischen Ausrichtung unseres Steuersystems und bei der Antwort auf die Vermögenskonzentration liegen sollte. Okay, das war ein eindeutiges Statement, fand ich. Wir haben noch eine halbe Stunde Diskussion. Jetzt würde ich Sie einladen wollen, mit Ihren Statements und Fragen sich einzubringen. Wo gibt es Fragen? Ja? Ja, guten Tag, mein Name ist Katja Jaskowiak. Ich bin promoviere in Biologie und bin Stipendiatin bei der Stiftung. Und ich habe vorhin gehört von der Frau Siems, dass sie gesagt hat, wenn man eine ordentliche Schulausbildung hat, wird man unentbehrlich auf dem Arbeitsmarkt. Da muss ich sagen, das stimmt so nicht, glaube ich. Also das ist eigentlich nur zutreffend, wenn es in irgendeiner Form wirtschaftlich interessant ist. Und alle anderen Bereiche sind da eigentlich ziemlich ab vom Schuss. Und ich promoviere, bin relativ am Ende. Also kann sagen, ich habe eine der besten wahrscheinlich und längsten Ausbildungen in Deutschland genossen, die man haben kann als Normalmensch. Und meine Aussichten sind, dass ich, wenn ich Glück habe, 2 Jahresstellen bekomme und ständig umziehen muss. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn mir jetzt jemand sagt, wir erhöhen die Steuern oder wir nehmen Schulden auf, um da rein zu investieren, um in Hochschulstrukturen zu investieren zum Beispiel, oder also das halt zum Beispiel vor allem in diesen Bereichen, die halt zum Beispiel Kultur sind oder Geisteswissenschaften sind oder wie auch immer, also ich bin jetzt Biologin, die eben nicht so diesen wirtschaftlichen Wert haben, dass man da rein investiert, dann würde ich das gerne zahlen. Ja, also wenn Sie sagen, Sie fürchten sich schon oder Sie merken, dass das nicht so mit der Sicherheit ist, wenn man sich die Statistiken anguckt der Bundesanstalt oder Bundesagentur für Arbeit, ist es so, ein Studium ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, vor allem gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist, hilft natürlich nicht unbedingt, wenn man am Uni-Bereich ist, also es gibt keinen Bereich in der privaten Wirtschaft, der so mit befristeten Stellen arbeitet wie der öffentliche Dienst, und zwar gerade der universitäre. Das ist also, wenn da immer politisch irgendwie so auf diese Befristung und wie schrecklich, der Staat kann da eine ganze Menge bei sich selber machen, das ist klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Uni-Bereich immer schon, und das glaube ich muss auch so sein, darauf ausgerichtet ist, dass eine Minderheit nur im universitären Bereich bleibt und ein Großteil auch der Doktoranden irgendwann außerhalb eine Arbeit findet, weil an der Uni geht's ja dann an die Spitze, Professoren und so. Da, solche Stellen kann man nicht en masse fördern. Ich glaube, das ist auch nicht mit einer kleinen Steuererhöhung und dann schafft man da neue Stellen. Also wenn es um Bildungsinvestitionen geht, geht es eigentlich weniger um Stellen, als vielmehr eben darum zu sagen, wo investiert man, um Qualitätssteigerungen zu bekommen. Also ich glaube so einfach, dass die Jobsicherheit dann oder die Jobchancen für die jungen Wissenschaftler dann sich in der Breite verbessern ließen, so ist es nicht. Aber nach wie vor ist es so, das hohe Arbeitslosenrisiko, und das wird, glaube ich, auch in der Zukunft noch stärker sein, haben die unqualifiziert sind und keine große Ausbildung. Es ist einfach statistisch, ist das ganz eindeutig. 3 weitere Wortmeldungen hatte ich gesehen. Der Herr im grünen Jackett, dann in der Weste, kariertes Hemd und dann hier vorne in der ersten Reihe. Ja, vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn, sozialpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Ich glaube, das war die grüne Erzählung der Gerechtigkeit im Wesentlichen von der Ausgabenseite diskutieren müssen. Da schließe ich mich dem an, was Cem und Peter vorhin gesagt haben. Und zwar, ich war auch in dieser Kommission damals drin, inklusive Gesellschaft, Schaffung von selbstbestimmter Teilhabe für alle. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für uns. Dafür braucht es die Institutionen. Wobei zu den Institutionen, muss ich ganz deutlich sagen, gehört auch das soziale Sicherungssystem, was auch barrierefrei gestaltet werden muss, auch alle umfassen muss. Gerhard hat die Bürgerversicherungsvorschläge von uns genannt. Bürgerversicherung ist eine grüne Idee, nicht von der SPD, sondern ist ursprünglich mal von uns gewesen. Auch allgemeine Grundsicherung steht schon im Grundsatzprogramm als eins der Projekte drin. Und es geht nur zusammen.
Das mit dem 2:1-Verhältnis war vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, auch wenn die Idee mal von mir war. Aber zu sagen, wir brauchen beides, sowohl öffentliche Infrastruktur als auch Geldleistung, das macht unseren Institutionenbegriff aus, der dann selbstbestimmte Teilhabe für alle schaffen kann. Bei der Steuerpolitik gibt es aber ein wesentliches Gerechtigkeitsproblem, was ich gerne nochmal ansprechen muss, wo wir auch als Grüne noch nicht ganz fertig sind. Und man stößt da drauf, wenn man sich internationale Vergleiche anguckt. Im internationalen Vergleich hat Deutschland nämlich eine extrem niedrige Steuerquote. Das führt immer zu Verblüffung, wenn ich mit Leuten rede, weil gefühlt das anders ist. Und auch wenn man die Sozialversicherungsabgaben dazu zählt, sind wir nicht etwa an der Spitze, sondern sind wir auch nur im Mittelfeld, zumindest wenn man die Europäische Union sich anguckt. Gleichzeitig im internationalen Vergleich kommt immer raus, die Belastung von unteren und mittleren Einkommen ist in Deutschland besonders hoch. Da sind wir an der Spitze. Und dann fragt man sich, wie kommen diese paradoxen Ergebnisse zustande? Und das liegt daran, wie wir bei uns die öffentlichen Aufgaben finanzieren. Stefan Bach hat das eben schon mal nebenbei skizziert, die Finanzierung der Sozialversicherungsabgaben, die Finanzierung über die Mehrwertsteuer, beides ohne Grundfreibetrag oder ähnliches und halt nur ein Teil über die Einkommensteuer. Das führt dazu, dass wir unten und in der Mitte große Belastungen haben. Das geht so bis zur Beitragsvermessungsgrenze und von da geht es runter. Und ganz oben sinkt es sogar noch mal so ein kleines bisschen ab. Das heißt, wir haben eine hohe Belastung unten bis in die Mitte und eine geringe Belastung oben bei der Finanzierung unserer öffentlichen Leistungen insgesamt. Das ist noch mal zusätzlich zu der Vermögenskonzentration, wo wir, glaube ich, eine Antwort finden müssen, wo wir ja eben schon gesagt haben. Aber für diese andere Frage, wir brauchen irgendwie Entlastung unten und eine stärkere Belastung ganz oben oder oben, um die Schieflage, die wir jetzt haben, auszugleichen. Das wollte ich nochmal ansprechen und vielleicht gibt es dazu ja irgendwelche Kommentare vorne. Ich hätte dazu was zu sagen, weil ich glaube, das ist, Sie sprechen genau den richtigen oder einen richtigen Punkt an mit den starken Belastungen der unteren Mittelschicht, also der, die gerade also sich selber alleine über Wasser halten kann, das ist vielleicht noch keine Mittelschicht oder eben, wie man die auch definiert, über die Sozialabgaben. Also wenn man sich anguckt, ein hoher Anteil der Armutsgefährdung von Kindern und Familien, die sind ja dann immer die Familien, hängt mit dem starken Anstieg der Sozialabgaben über die letzten Jahrzehnte zusammen. Also das ist in der Tat so die Frage, was kann man machen, um da zu entlasten? Wenn ich jetzt mal die Familien nehme als einen Teil, gibt es diesen Ansatz, ja, der in der Wissenschaft durchaus diskutiert wird, Freibeträge einzuführen für Kinder. Also es ist ja heute so, wenn ein Elternpaar mit drei Kindern beispielsweise, eben beide verdienen nicht viel oder einer arbeitet vielleicht nur Teilzeit, die Sozialabgaben nehmen überhaupt keine Rücksicht darauf, auf die Kinderzahl. Die Belastung ist aber natürlich enorm. Die Sozialabgabenhöhe hängt davon ab, ob man 10 Euro mehr verdient oder nicht. Aber ob man 10 Kinder hat, spielt keine Rolle. Man zahlt das Gleiche. Und das ist für die Oberen vielleicht kein Problem. Aber am unteren Ende ist es natürlich gerade, dass der Staat auf der einen Seite dann wieder sehr viel da wegnimmt von dem Einkommen und dann vielleicht versucht über andere, dass man eben subventioniert, irgendwelche Leistungen bekommt oder so, dann wieder ein bisschen was zurückgibt, finde ich völlig falsch konzipiert. Also so da zu überlegen, wie man am unteren Ende, ob man die subventioniert, diese Sozialabgaben, ich habe auch kein vollständiges Konzept, aber dass man da sagt, wir langen nicht bei allem gleich zu, sobald man über einer bestimmten, ziemlich niedrigen Einkommensgrenze liegt, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Teil. Und ich meine, dass der bei den Grünen zu Zeiten der Agenda 2010 auch schon mal diskutiert wurde und dann eigentlich verloren gegangen ist, dieser Gedanke. Stimmt nicht ganz. Er war im Wahlprogramm 2013 durchaus angelegt und war auch Teil unseres Finanzierungstableaus.
Das Stichwort war ursprünglich mal ein Progressivmodell im Sozialabgabenbereich. Wir haben das dann, weil das so nicht funktioniert, einfach technisch nicht funktioniert, in die Idee einer Steuergutschrift umgewandelt. Aber das war Teil unserer Überlegungen. Die Frage ist halt aber immer, sowas müssen Sie auch gegenfinanzieren. Und wenn Sie das sagen, müssen Sie das immer dazu sagen und dann kriegen Sie aber wieder eine Eins darauf gedisst, weil Sie irgendwo eine Steuererhöhung machen oder Abgabenerhöhung machen müssen. Und da, finde ich, brauchen wir auch einen ehrlichen Diskurs in unserer Gesellschaft. Denn ich höre ganz viele Leute, die mir ganz viele Vorschläge für Entlastungen machen. Aber immer, wenn ich sage, aber irgendwo muss man es finanzieren, kriege ich eine über die Rübe in der Diskussion. Und wenn Sie sich dann auch sozusagen als, in der Kommentierung dazu committen würden, das auch irgendwie immer zusammenzudenken, dann wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter in der öffentlichen Debatte und dann könnten wir vielleicht auch über solche Ungleichheiten, wie Wolfgang Strengmann-Kuhn sie zu Recht gesagt hat, irgendwie in Deutschland gut diskutieren. Das war ja auch ein bisschen ein Problem. Wir hatten ja von der Tendenz her 2013 in der Bürgerversicherungsgeschichte war ja nicht nur die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, sondern es war auch noch eine Entlastung nach unten. Das haben Sie vorher nicht dazu gesagt. Und bei dem Spitzensteuersatz gab es eine Entlastung unten durch eine Erhöhung des Grundfreibetrages und diese Steuergutschrift. Das wurde aber nicht mitkommuniziert. Und das war, glaube ich, die Herausforderung. Ich will das jetzt gar nicht, ich will einfach nur sagen, wo die Schwierigkeit ist. Aber ich glaube, der Schwerpunkt ist notwendig. Wir lassen es mal an der Stelle so stehen, weil es gab noch die beiden Wortmeldungen und bestimmt dann auch noch weitere. Tag Langmeier ist mein Name, bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Diplom-Volkswirt. Und zwar meiner Ansicht nach ist die letzte Wahl für die Grünen verloren gegangen, weil sie zu kleinteilig gedacht hatten und nicht in großen Strukturen. Man müsste die Probleme, die im Augenblick bestehen, und die jetzige Regierung nicht lösen kann, müsste man benennen. Wir haben seit 2008 pro Jahr im Euroraum 15% Produktionsmöglichkeiten verschenkt. Wenn man zusammenaddiert über die Jahre, sind es 100% einer Jahresproduktion im Euroraum. Das sind ca. 9.000 Milliarden Euro. Es sind hier Leute an der Regierung, die wirtschaftliche Maschine nicht richtig bedienen können. Punkt. Ja, jetzt ist die Frage, warum können die das nicht? Ja, sie betrachten die Wirtschaft aus der neoklassischen Froschperspektive. Die haben noch nicht kapiert, dass wir hier den Euroraum haben und nicht die Schweiz. Die Schweiz kann sich sowas leisten. Wir im Euroraum können uns sowas nicht leisten. Die sind intellektuell am Ende. Sie wollen einerseits Wirtschaftswachstum haben und gleichzeitig die Ausgaben verringern. Wie kann man Wirtschaftswachstum haben und Nachfragewachstum bei einer Verringerung der Ausgaben? Das muss mal intellektuell begründet werden. Muss man mal zur Rede stellen, wie sie das hinkriegen. Wie kann man den globalen, warum sind die Schulden so hoch? Wie kann man die Schulden abbauen, wenn man gleichzeitig hofft, dass die Kredite wachsen, wie die Zentralbank versucht? Die versucht, Kreditwachstum zu erreichen und gleichzeitig will man Schuldenabbau. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die kann man doch intellektuell stellen. Sie sind am Ende. Wir haben eine Brutto-Gesamtverschuldung im Euroraum von ungefähr 240% des Bruttoinlandsprodukts, in den USA von 280% des Bruttoinlandsprodukts. In China hatten wir 2008 noch 160% des Bruttoinlandsprodukts. Inzwischen ist China auch bei 250% des Bruttoinlandsprodukts. Ich bin Wirtschaftsprüfer. Man muss Schulden bedienen durch Zins und Tilgung, das weiß jeder Banker auch. Wenn man 250% bedienen will mit Zins und Tilgung, 5% Zins und Tilgung von 250%, kann man sich leicht ausrechnen, sind 12,5%. Und leider, die Gläubiger zahlen das nicht. Nur die Schuldner zahlen das. Vielen Dank dem Moment. Das war sehr viel Input von Ihnen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir wollen noch mal sammeln. Hier vorne gab es noch eine Wortmeldung von Ihnen. Ja, okay. Und dann... Also ich heiße Ulla Scholten-Schwartmann, ich bin ehemalige Betriebsrätin und im Augenblick in der Tarifkommission von Niedersachsen Pflege. Also ich habe bislang Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, die zu 80% befristete Verträge hatten, Teilzeit prekär. Ich möchte noch mal ergänzen, was ich für ein zusätzliches Problem halte. Das sind Beschäftigte, die einen Maulkorb haben. Wenn man zusätzlich vom Absturz bedroht ist, wird man still. Da wird uns eine Menge an Menschen fehlen, die mit uns in den Diskurs gehen. Die werden keine Grünen
Geschichten erzählen. Die Wut bricht sich irgendwo dann Bahn und ganz woanders. Nehmen wir noch aus der zweiten Reihe, die als letzte, Sie noch mit dazu und dann können wir die Fragen in einem durchbeantworten. Reinhold Hugenroth aus der schönen Lutherstadt Wittenberg, da bin ich Kreisvorsitzende und auch Bildungspolitikerin. Gerhard, ich widerspreche dir ja ungern, aber an einer Stelle muss ich dir widersprechen. 2013 habe ich auch einen Bundestagswahlkampf als ehrenamtlicher Kreisvorsitzender geführt. Die Pädophilie-Geschichte war ein ernsthaftes Problem und nicht nur eine Kampagne. Also das muss man schon, sagen, das wollte ich nochmal kurz klarstellen. Das andere ist, dass wir natürlich, also jetzt auch als Grüne darüber nachdenken müssen, wie wir die Gerechtigkeit herstellen können. Und man muss der SPD ja nicht immer recht geben, aber an einer Stelle hat der Schäfer-Gümbel mal was Richtiges jetzt gerade gesagt. Es geht nicht darum, der Artikel 1 heißt nicht, die Würde der schwarzen Null ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass wir für die Flüchtlinge und deren Menschenwürde und auch für arme Menschen wirklich investieren müssen. Wir müssen investieren in das Bildungssystem. Das Bildungssystem müsste die größte Integrationsleistung für Flüchtlinge leisten, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Neben dem sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen Investitionen in Köpfe. Wir sind eine Wissensgesellschaft. Wir brauchen die Investitionen in Bildung auch für die Alleinerziehenden, damit, oder wie Cem das auch gesagt hat, das Aufstiegsversprechen auch wirklich eingelöst wird. Und ich denke mir, dieser erweiterten Gerechtigkeitsbegriff, den haben wir lange auch entwickelt bei den Grünen, den sollten wir weiter fortführen. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Schlussrunde hier auf dem Podium, versuchen die Vielzahl der Fragen und Inputs nochmal mit aufzunehmen, unter anderem die, ob die schwarze Null vielleicht angesichts unserer Situation was ist, über das wir nachdenken müssen, ob die Einhaltung wirklich so wichtig ist. Auch von Ihnen das Input nochmal, wie ist es denn mit prekären Beschäftigungsverhältnissen und der Unsicherheit der gesellschaftlichen, die daraus entsteht. Welche Antworten geben Sie? Also kurz nur, ich wollte nur sozusagen evozieren, sozusagen wie die Lage war. Kein Dissens bei der Pädophilie-Frage. Zwei Sachen will ich sagen am Schluss. Das eine ist der Punkt mit der schwarzen Null. Man kann jetzt Investitionen entweder Schulden finanzieren oder durch zusätzliche Einnahmen. Und ich habe wenig Dissense mit Ulrike Herrmann, aber an der Stelle habe ich einen. Und zwar nicht, weil ich hier irgendwie, also jetzt muss man nicht sozusagen eine schwarze Null machen oder eine rote oder eine grüne. Da ist zu viel Ideologie dahinter. Aber im Grundsatz glaube ich, dass die Idee, jetzt sind doch die Zinsen so niedrig, jetzt soll sich der Staat verschulden, die falsche Antwort ist. Weil warum sind die Zinsen niedrig? Weil wir zu viel Kapital auf der Suche nach Anlagemöglichkeit haben und zu wenig reale Investitionen. Und deswegen ist es richtig, und wir haben schon sehr hohe Schuldenstände bei einigen Gebietskörperschaften. Und die Ungleichheit ist eben ein Teil dieser Vermögensbildung, wo dann eben nicht mehr klar ist, wo kann man da überhaupt Rendite bekommen. Und deswegen ist zur Stabilisierung die Kombination aus zusätzlichen realen Investitionen im öffentlichen wie im privaten Bereich bei Finanzierung durch eine Vermögensbesteuerung, die eben auch dazu führt, dass dieses Vermögen, was gerade nicht weiß, wo kann man denn irgendwie damit real was machen, tatsächlich auch reingenommen wird. Und es ist eben auch eine Frage der Stabilität. Wir können heute uns natürlich diese Schulden leisten, aber was ist denn in ein paar Jahren, wenn vielleicht irgendwann mal Zinsen wieder ansteigen? Und diese Fragilität des Staates will ich nicht. Und deswegen setze ich nicht auf eine große Schuldenfinanzierung, sondern mache es mir ungemütlicher, dass ich sage, wir werden hier eine Vermögenssteuer oder andere Formen der Vermögensbesteuerung heranziehen, um das zu machen und natürlich auch die Betrugsbekämpfung am Finanzmarkt. Ist mir sehr wichtig. Ich glaube, da ist auch ein Unterschied zur Linkspartei und zur SPD. Und ich hoffe auch da, dass wir Unterstützung bekommen. Ich habe sehr gut in Erinnerung, wie in Hochzeiten der Finanzkrise sehr vermögende Menschen mir zugestimmt haben,
dass der Weg mit der Vermögensabgabe, den wir damals beschritten sind, oder der Vermögensteuer, um sozusagen nicht weiter in die Verschuldung reinzugehen, völlig richtig ist ökonomisch. Das haben mir Leute gesagt, die sie zahlen müssten. Und das ist dann jetzt, wo es gerade mal ein bisschen besser läuft anscheinend, irgendwie bei manchen in Vergessenheit geraten, aber der Ansatz bleibt richtig. Und das Zweite, was ich sagen will, wo die Grünen sich von Linkspartei und SPD unterscheiden, ist in der Sicht auf den Staat. Ich bin nicht etatistisch in meinem Ansatz, dass ich meine, alles muss der Staat machen. Und vor allem bin ich auch nicht der Meinung, dass alles, wie Staat gerade funktioniert, gut läuft in Deutschland. Viele Institutionen des Staates sind in den letzten Jahren schlechter geworden. Wir haben Kostensteigerungen bei Bauprojekten. Und wenn der Staat es nicht schafft, Bauprojekte sinnvoll zu machen, wie soll er dann Vertrauen erwecken bei den Menschen? Und wir haben Institutionen, die entweder kaputt gespart wurden oder wie das BAMF einfach nicht richtig in die Lage versetzt wurden, ihre Aufgabe zu tun. Und da sollten Grüne nie sich zum Verteidiger, der Staat ist toll und macht alles, sondern wir sollten kritisch als Bürgerinnen und Bürger den Staat wieder dahin bringen, dass er wirklich im Dienste von Bürgerinnen und Bürgern ist. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Zwei Sachen für Ihr Schlussstatement, der Staat im Dienste von Bürgerinnen und Bürgern, also sich zurücknehmend, und die zweite Sache, Vermögensabgabe als Antwort der Grünen, richtige Antwort? Also, nein, ich habe mit, also zustimmend kann ich hier sagen, der Staat kann nicht alles, sollte nicht alles, und ich glaube, das ist auch ein Menschenbild, dass die meisten Menschen eben für sich sorgen können und allenfalls ein bisschen Unterstützung brauchen da, wenn es nötig ist, aber eben nicht dauerhaft einen fürsorglichen Vaterstaat an der Seite haben sollten. Also das, und mit mehr Kosteneffizienz, ich glaube, das haben alle. Also ich glaube, da kann keiner was dagegen haben. Das ist in jedem Fall wichtig. Ich sehe die Vermögensabgabe allerdings oder eine Steuer so oder so als hochgradig problematisch an, sogar noch mehr als eine Erbschaftssteuer, weil der Aufwand, sie gerecht zu festzusetzen, eben sehr viel höher ist. Sie hat auch in der Vergangenheit deshalb nie sehr viel gebracht. Und wir können Unternehmen, Familienunternehmen, wir dürfen sie nicht ausnehmen. Also wenn, dann macht man es für alle mit allen Folgen. Das ist das Problem. Und deswegen glaube ich, sollte man da lieber die Finger von lassen und eben und nein, und die Frage Schulden oder nicht Schulden, also in die Schulden zu gehen, als einfach wegen der billigen Zinsen, also weil man es jetzt so gut machen kann, das wäre, glaube ich, fatal, weil in der Bevölkerung ist Konsolidierung, Haushaltskonsolidierung hochpopulär. Aber die Antworten und, müssen... insofern aber wo kommt das Geld her? Es kommt nicht von der Sparkasse. Wir also dieser Diskurs ist nicht okay. Keine Schulden, keine höhere Besteuerung, aber zusätzliche Entlastung. Das geht nicht auf. Mathematik makes sense. Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde, bei den Ausgaben, die wir haben, sind ganz viele, die problematisch sind. Ich würde das Elterngeld dazu nehmen, 5 Milliarden, wo die Reichsten am meisten kriegen, die Ärmsten kriegen den Mini-Betrag. Das ist ein Bereich, wo man sagen könnte, es wird jetzt diskutiert über kostenfreie Kitas. Ich halte auch das nicht für sinnvoll. Als jedenfalls nicht als prioritär. In den besten aller Welten könnte man sich das leisten. Also ich habe da nichts ideologisch gegen, aber eben nicht als eine prioritäre Aufgabe. Auch das ist eine Geld... Ausgabe, die wir uns erstmal sparen sollten. Und wir haben zurzeit Rekordausgaben. Wir müssen doch nicht Steuermehreinnahmen haben als Selbstzweck. Solange wir derzeit eine Rekordbeschäftigung haben, sprudeln die Einnahmen. Und dann haben wir auch erstmal für dieses Jahr und wahrscheinlich für nächstes Jahr gar nicht den Bedarf, noch mehr Geld einnehmen zu müssen. Dann lassen Sie es doch erstmal abwarten und nicht von vornherein sagen, also wir erhöhen auf jeden Fall die Abgaben und mit dem Geld werden wir dann schon irgendwas Sinnvolles betreiben. Ich glaube, das ist nicht zielfördernd. Insofern würde ich die Vermögensabgabe einfach beiseite lassen und Haushaltskonsolidierung, ob das nun unterm Strich immer eine Null wird oder eben so, aber auf keinen Fall die Schuldenbremse gefährden, weil das ist nämlich, was die Länder auch inzwischen schon wieder hoffen. Und wenn wir das in Deutschland machen, dann wird es europaweit, dann gibt es nichts mehr mit Schuldenabbau. Und das halte ich auch langfristig gesehen, wäre das fatal.
Danke, Herr Bach hat das Schlusswort. Ausgaben, ist es so, wie Frau Siemens gerade sagt, dass wir eigentlich ganz gut dastehen und ohnehin viel zu viel ausgeben? Oder haben wir Herausforderungen angesichts der Flüchtlingskrise, angesichts des ökologischen Wandels, des Klimawandels, wo wir sagen, wir müssen in der Tat die Ausgaben, bei den Ausgaben uns noch mehr einsetzen, mehr investieren und deswegen auch die Steuern an bestimmten Stellen erheben? Ja, da gibt es vielfältige Herausforderungen. Und zum Abschluss möchte ich auch gerade noch einen kleinen Werbeblock schalten, gar nicht in eigener Sache, sondern ich war auch in einer Kommission hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Da ging es um finanzpolitische Perspektiven, nachhaltig aus der Schuldenkrise für eine finanzpolitische Zeitenwende. Können Sie auch im Internet herunterladen und da wurden eben auch die langfristigen finanzpolitischen Perspektiven, viele Dinge, die jetzt gerade auch hier auf dem Podium diskutiert wurden, wurden da intensiv aufgearbeitet. Auch dort hat man sich für die Schuldenbremse ausgesprochen, sogar für eher in der momentanen günstigen Situation Haushaltsüberschüsse. Das fand ich jetzt persönlich ein bisschen übertrieben, aber habe es auch als eben alter Neoliberaler dann auch mitgetragen, nicht wahr? Aber in der Tat wurde ja schon gerade gesagt, wir bekämpfen eben häufig Feuer mit Feuer jetzt, ne, in der Finanzkrise und mehr Schulden ist eben da tatsächlich belastet eben auf Dauer die und heißt eben auch, dass irgendwann muss das ja, also natürlich bei Investitionen könnte man drüber nachdenken, aber auch da haben wir in der Vergangenheit eben die Investitionen heruntergefahren. Das ist ja dann praktisch so eine implizite Staatsverschuldung, die wir da dann eben aufgebaut haben und das fällt uns jetzt auf die Füße. Da muss man eben einfach investieren, nicht nur in die materielle Infrastruktur, sondern auch in die Bildungsinfrastruktur, Pflege, wurde gerade genannt, auch da haben wir ja große Defizite und jetzt opfern sich die Leute da für kleines Geld und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen auf. Das setzt alles irgendwo neue Regelungen, staatliche Tätigkeiten auf und die muss man effizient und effektiv organisieren und auch finanzieren. Vielen Dank an der Stelle, vielen Dank für Ihr Interesse. Jetzt gibt es, glaube ich, einen Imbiss, einen Mittagsimbiss und natürlich dabei die Möglichkeit, weiter zu diskutieren und dann nach der Mittagspause. Wann geht es weiter? Okay. Vielen Dank Ihnen drei.